Jo, halt zurück zur Metro. Sind letztes Mal hier abgehauen über die Seilrutsche. Und jetzt ist hier irgendwie noch Crazy Minenalarm. Lass uns mal gucken. Von nichts kommt ja nichts. Das ist die eine. Denke ich mal, oder? Gut, dass ich sie gefunden habe, bevor sie hochging. Genau. Und da drin ist dann wahrscheinlich noch eine. Aha, irgendwo gleich direkt am... Ja, mal gucken. Am oder auf dem Ding. Ich sehe es jetzt hier noch nicht. Oder oben drauf. Komm, ich gehe mal an den Tisch ran. Das ist ja das, was wir wollen. Medipack. Jo. Okay. Gut, das wollen wir letztes Mal gucken. Haben wir noch eine Notiz? That's it, ne? Oh, wer sitzt da hinten? Kollege. Was ist passiert? Nix. Okay, aber die Mine, wo ist denn die oben drauf oder was? Gleich mal gucken. Käme man denn da irgendwie rauf? Wahrscheinlich, ne? Aber die Mine sehe ich hier irgendwie nicht. Kann das sein, dass sie hier irgendwo rumliegt? Ah, okay. Das heißt, wenn wir unachtsam irgendwo rumlaufen. So wie ich. Okay, gesehen hatte ich sie nicht. Ach, da steht sie ja. Meine Güte. Total blind. Okay. So, ich bin ein bisschen orientierungslos. Wo hat er gesagt, treffen wir uns? Da drüben. Alter. Nice, können wir komplett hier einmal durchlaufen. Ah ja, okay. Gut. Probieren wir es einfach mal, oder? Alter! Junge, wer bist du denn? Mein lieber Scholl. Hau ab. Hässliche Kröte. No. Nicht schon wieder diese Viecher. Geh weg. Kann ich hier irgendwie raus? Ne, ist irgendwie so ein... Shit. Kommt das Viech. Haben wir keinen Molly mehr? Ne, okay.
Oh. Anzug. Haben wir irgendwas? Die bringt ja nichts, ne? Haut ab. Wo ist das Viech? Alter. Ja, nice. Das hätten wir natürlich wissen müssen. Wo ist das Viech? Alter, was ist hier los? Okay, zumindest hat er mich mal hier rausgefeuert. So, mieser, kleiner, hässlicher Krötenvogel. So, jetzt müssen wir aber mal ein Plätzchen finden. Kleinen Unterschlupf. Shit. Ah, da kommen wir auch nicht rein. Da hinten vielleicht. Oh, es hat aufgehört. Das ist schon mal gut. Kein Medipack, kein gar nichts. Shit. Das ist alles shitty. Okay. Okay, komm. Jetzt auf das Ding. So, wo müssen wir hin? Die Richtung ist korrekt. Alter, wer seid ihr denn? Mach mal Platz. Lauf, mein Junge. Da hinten rein, komm. Okay. So, ich denke aber mal, wir können die Maske absetzen, ne? Ist schon mal gut. Na gut, wir haben nicht so viel, ne? Mal eben gucken, ob wir hier was Schönes finden. Beobachtungsjournal, neuer Posten, wichtig. Captain AD gesehen, bewaffnet, unterwegs nach Osten. Hat uns nicht bemerkt. Wir haben die Basis informiert und warten auf die Jäger. Wofür brauchen wir denn die? Ihr haut ab! Wir müssen handeln! Wir müssen ihn in die Zange nehmen! Es reicht, wenn wir beide das machen! Tom hat ganz klar gesagt, wir sollen auf die Jäger warten. Tom, immer nur Tom! Bald weißt du nicht mehr, wie du dir den Arsch abwischen sollst, wenn er den Befehl dazu nicht gibt. Er macht doch nicht alles richtig. Wir hätten Clem informieren sollen. Er hätte uns vernünftige Befehle gegeben. Nicht wie dieser Windbeutel mit seinem Unfug. Klar, dein Liebling Clem hätte dir gesagt, schnapp ihn dir, sonst rollt dein Kopf. Ende der Geschichte. Der Captain ist ein besonderes Schlitzohr. Was würdest du machen, wenn er uns entkommt? Du bist einfach nur ein Feigling, das ist alles. Du und dein Tom auch. Wenn man etwas erreichen will, muss man Risiken eingehen. Ja, klar.
Dann erklär mir doch bitte, warum Clem für Tom arbeitet und warum du für mich arbeitest. Das werden wir noch sehen. Siehst du? Pass auf den Captain auf, du Idiot. Ich reiß dir den Arsch auf, wenn du ihn verlierst. Von wegen, das werden wir noch sehen. Jetzt habe ich wegen dir einen Mann vergeudet. Das ist gut. Nee, herstellen, zerlegen, genau. Mollys brauchen wir 10 und 40. Oh, 40. Okidoki, müssen wir mal rausgucken jetzt, oder? Mal rausfinden. Wie wir hier rauskämen. Und wo ist die Chemie? Yep. So, Maske auf, würde ich sagen. Und eher so diese Richtung. Aber wo lang? Ah, was sind das für Viecher? Scheiße. Da leuchtet irgendwas grün. Nur so ein alter Pilz. Nice. So, mega Dangerus hier. Lass mal hier rauf. Ed, Sam nochmal. Ich bin in Position. Ich höre dich laut und deutlich, Sam. Ich war voll Dampf voraus. Bin in ein paar Minuten da. Wir treffen uns an der Wasserkante. Verstanden, ja, Ed. Sam, okay. Ende. Große Frage jetzt, was hier das Problem sein wird. Wahrscheinlich irgendwelche Viecher, die das wollen. Was ist das denn? Dann. Kriegt man das denn kaputt? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Doch. Da kommt da. Und das nächste Vieh. Okay. Ja, sehr gut. Da ist er. Mach auf die Luke, Junge. Mann. Danke, dass du die Fallen scharf gemacht hast. Kaum warst du weg, beschloss eine Horde Mutanten, meine Party platzen zu lassen. Wer weiß, ob wir jetzt noch reden könnten, wäre der Fall nicht gewesen. Keine Ursache. Hier ist ein Anzug. So, Anzüge haben wir. Ich ziehe ihn besser sofort an. Halt mal, ich beeile mich. Wir können ja vielleicht losfahren. Wie ging das noch? Ich kann ihn immer noch enorm Zeit anziehen. Und? Bist du bereit, die Höhle der Bestie zu betreten? Immer bereit. Absolut. Wie kommen wir hin? Der Zugangstunnel ist halb geflutet. Wir können mit dem Boot direkt dorthin. Wir müssen ein paar Tore öffnen und werden uns deshalb am Eingang aufteilen. Nicer Anzug. Hier ist der Bunkerplan. Alles, was ich kenne, habe ich darauf markiert. An dieser Stelle laden wir die Brennstäbe ins Boot und hauen schnellstmöglich ab. Es gibt eine Abkürzung, den Meerestunnel. Verstanden. Müssen wir mit Feinden rechnen? Nur die Zitterspinnen. Wie bitte? Irre riesige Spinnen. Sie laden sich elektrisch auf und beschießen dich dann. Sie können auch Lampen ausschalten und Motoren anhalten. Wenn man sie aber verjagt, geht danach alles wieder an. Sie zu töten ist schwierig, aber Brandgeschosse wirken Wunder. Aspasibo. Genau das, was die Welt braucht. Noch mehr Arten von Riesenspinnen. Gern geschehen. Tja, wir sind da, Sam. Siehst du das, du?
Zuallererst ist es wichtig, dass wir über das Schaltpult im Wachraum den Notstrom einschalten. Der sollte für die Lichter und elektrischen Schlösser reichen. Aber für den Rest werden wir Generatoren brauchen. Alles klar. Also, Generatoren starten, Brennstoff einladen und weg. Genau. Tja, dann an Land mit dir. Und viel Glück. Viel Glück. So, das Zeug haben wir schon mal. Hier ist offen. Oh, wie kriegt man hier noch Feuerchen? Wie ging das noch? Feuerzeug. Ich weiß nicht mehr, wie das geht, Feuerzeug. Da kommt die erste üble Spinne. They call it Spider. So, mein Freund. Boom. Gut gemacht. Sam, alles in Ordnung? Ja, ja. So, Geräusche! So, wir können den Dings einschalten, oder? Das war der Zitterspinnen, von denen ich dir erzählt habe. Die musst du immer zuerst töten. Klar, Spasibo. Also, ich glaube, wir müssen doch das Ding aufsetzen. Alles klar, sorry. Sehr gut. Nimm den Shit mit. Cool. So, Generatoren nicht laufen, pipapo, schnischner Schnu. Hier können wir basteln. Keine Zeit. Nee, krieg ich nicht auf. Ja, sehr gut. Kann man was bauen, ne? Boah, das ist echt chilly. Okay, also wir sind hier durch. Was ist denn los? Shit, was ist los? What is the problem? Sitz auf den Shit. Ja, ich wollte sagen, was ist denn das Problem? L1 drücken. Ah, okay. Zeug. Ist natürlich cool. Nachtsicht ist natürlich noch cooler. Oh, sehr hell. Feuerzeug finde ich eigentlich cooler. Was hat er gesagt? Feuerzeug. So. Alter, das mit den Spinnen, ey, das haben die wirklich gut drauf. Okay, so, was haben wir hier? Sehr gut. Nett. Sehr nett. Okay, wir kommen hier nicht durch. Ja, Licht mögen wir nicht, ne? Ach komm. Lade nach, mein Junge. Alter, schieß mal. Oder wir machen natürlich an der Knarre das Licht an, das hätte ich natürlich schon eher drauf kommen können. Achso. Ah, das nehmen die gar nicht. Schon mal gut. Wo müssen wir lang? Ah, Alter,
Ja, gib mal Gas. Hä? Fackeln wäre gut gewesen. Ja, da hast du recht. Nett. Okay. Das haben wir. Nee, krieg ich nicht auf. Surprise, surprise. Okay, gehen wir hier durch. Okay, fiese kleine Krabbelviecher. Ja. Kleinen hässlichen Kröten. Zeug. Was zum Beispiel? Ich dachte, die wäre schon längst draufgegangen. So. So, was war das hier hinten? Ich natürlich auch mal irgendwas, was mir hilft. Okay, die sind alle down. Okay, gehen wir hier rauf, oder? Ah, das Britzeln brutzelt echt die ganze Zeit, ist übel. Sehr gut, Filter. Verstanden. Okay. Da kommen wir nicht durch. Generator läuft. Gut gemacht, Sam. Das Tor öffnet sich. Ich fahre mit dem Boot durch den Tunnel und du nimmst den Aufzug nach unten. Unten gehst du dann zum Hauptkanal, da unten ist der Brennstoff. Hauptkanal, Brennstoff, Pipapo. Achso, da ist der Fahrstuhl. Brauchen wir noch eine Maske? Ja. Raus komme ich hier nicht. Ah, nice, okay. Hm, verstehe. Die erstmal kaputt machen, damit die Elektrosachen wieder funktionieren. Achte auf die Spinnen, die dort rumlaufen. Ich habe das Licht eingeschaltet. Wird schon werden. Wie sind diese elektrischen Abscheulichkeiten eigentlich zustande gekommen? Ich schätze, der Bunker ist einfach verflucht.
Aber bei so viel Strahlung und Anomalien ist das wohl keine Überraschung. Ja, wohl wahr. Oh shit, was ist denn das hier? Riesig. Ja, okay. Kran. Ich hab's nicht gesehen, was er macht, aber ist mir egal. Filter sind schon mal sehr gut. Ist ja nicht so gesund, ne? So, wie kommen wir hier durch? Was haben wir denn sonst noch so? Ein Messerchen? Mein Freund. Du auch? Na, ah, ist schon drauf gegangen. Sind alle drauf gegangen? Okay, sehr nice. Ah, Glück gehabt. Meine Güte. So, wollen wir mal gucken. In den Schränken hab nix. Das ist nicht gut. Ich hatte Hoffnung. Hier? Ne, wir müssen hier raus, ne? Komplett leer, okay. Warum muss ich die Maske noch tragen? Immer wenn Strahlung ist, muss ich die tragen, ne? Okay. Geht klar. Okay, Sicherungskasten ist der hier, oder? Perfekt, der Sturm ist da! Ja, nice. Wo ist er denn? Da kommt er. Labert der Vogel. Jetzt kommt er hier wieder raus, oder? Ja. So, die anderen brutzeln weg, oder? Ah, da hinten brutzelt noch einer. So, kriegst du es hin? Jo. Hier runter, oder?
kommt die nächste Charge. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, zumal wir überhaupt keine Mühe mehr haben, ne? So, was haben wir noch? Das ist leer. Das ist ein bisschen mehr. So, können wir jetzt runter. Komm, mein Junge. Aufzug. Ja, aber mal schnell jetzt. Das ist aber echt auf den letzten Drücker. Sam, Sam, alles in Ordnung? Sam? Gar nichts ist in Ordnung. Mir geht's gut, Ed. Dem Aufzug allerdings nicht. Solange bei dir alles in Ordnung ist, du musst den Lüftungseingang finden und dann den Schacht zu mir hochklettern. In Ordnung. Ist ja ganz nice. Ich sag's mal ganz ehrlich. Das mache ich erst beim nächsten Mal. Okay, also bis dann. Ciao.